Griechenlands Regierung tritt zurück. Damit ist der Weg frei zu einer Neuwahl des Parlaments. Regierungschef Alexis Tsipras reichte den Rücktritt am Abend beim Staatspräsidenten ein. In einer Fernsehansprache ging er außerdem auf die schwierigen Verhandlungen mit Griechenlands Gläubigern ein, die zum jetzigen neuen Hilfspaket führten. Auf diesen Kampf sei er stolz, so Tsipras. Man habe konsequent und beharrlich verhandelt gegen Druck und Erpressung. Dabei sei man an die Grenzen gekommen, habe Griechenland aber auch zu einem internationalen Thema gemacht. Das Hilfspaket brachte Tsipras aber Widerstand aus den eigenen Reihen. Im Parlament hat er keine Mehrheit mehr. Einen Termin für die vorgezogene Wahl muss nun das Staatsoberhaupt festlegen. Tsipras wolle mit der Wahl die politische Landschaft in seiner Partei bereinigen und seine hohe persönliche Beliebtheit ausnutzen, sagt der Reporter. Den griechischen Wählern werde er aber erklären müssen, warum er die meisten Versprechen der letzten Wahl brechen musste. Από την Αθήνα για το Euronews, Κώστας Τσέλος.